Genau. Also eigentlich bin ich mit Dingen wesentlich, habe ich intuitiv wesentlich mehr Sinn vollführt als anders, denke ich, bilde ich mir ein. Bla. So, das heißt, ich würde jetzt anfangen, hier Rinderfarmen zu bauen. Und zwar bei Versuch, möglichst optimale Auslastung. Zack. 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 Genau so. Zack. Das wäre dann so. Zack. Okay. Dann könnte ich das noch hier probieren. Da noch eine. Okay, dann müsste ich da wieder Sachen entladen. Metzgerei, zack, zack, zack. So, und wir würden dann quasi pro Also, das wäre dann einmal eine Dürre vernichtet hier eine eure Ernte. Metzgerei, da eine Metzgerei. Wir brauchen mehr Holz. Dann holen wir doch mehr Holz. Beziehungsweise, wir können ja eigentlich mit dem Schiff jetzt hier sagen, gib mir dein Werkzeug, gib mir dein Holz, gib mir deine Steine und düsen jetzt damit darunter. So, und dann würde ich nämlich jetzt hier sagen, dedim, so, da läuft ein bisschen was. Gibt es jetzt überhaupt noch Piraten eigentlich auf der Karte oder habe ich die jetzt komplett vertrieben? Ich glaube echt, ich habe die komplett vertrieben. So, dann würde ich dir eigentlich auch mal sagen, hey, komm weg mit dem Scheiß. So, wie sieht's mit Lebensmitteln aus? Dann würde ich da doch mal sagen, Holz. 50. 100. Und dann gehen wir hier wieder zurück. Und da können wir eigentlich noch sagen, Kai, Pflaume. So. So, kann man dich ausladen? Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Und dann würde ich eigentlich mal einen ordentlichen Konto hinsetzen wollen, oder? Einfach damit wir mal Platz haben. So.
Gut, und dann würde ich ja sagen, kommt jetzt die nächste Rinderfarm dahin. Dahin und dahin. Und dann gäbe es einen Fleischer. Wäre er wohl hier anzutreffen. Und da anzutreffen. Und außerdem wäre dann noch einer der Fleischer. Das Holz wäre da, das Werkzeug wäre da. Und einer der Fleischer wäre wohl auch noch. Na, wo bist denn du? Okay, und du passt. Okay, dann wäre wahrscheinlich einer der Fleischer auch noch da anzutreffen. So, das heißt, wir haben dich für die beiden. Wir haben dich für den und den. Wir haben dich für den und den. Wir haben dich für den und den. Und wir haben dich für den und den. Das ist jetzt nicht so optimal angeordnet, aber das sollte auf jeden Fall von der Auslastung her passen. So, dann müsste ich da halt noch ein Wägelchen hinziehen. So, zack. Zack, zack. Wie weit gehst du? Ah, oh, das ist ja wunderbar. Dann kann man da noch ein bisschen hinplatzen. Und den hier würde ich halt auch noch hier hinplatzen, ne? So. Genau, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ausgezeichnet. Und dann würde ich zu euch doch mal sagen, hier, nichts einkaufen. Das sollte mir erstmal für ein Weilchen reichen. Dann nehmen wir den ganzen Schotter wieder mit. Obwohl. Ah doch. Du kannst dann hier runterfahren und dann würde ich zu dir hier sagen, hey, cool, komm, Steine weg, Steine weg. Und dann sage ich zu dir hier mal, gute Lebensmittel. Und wenn es gibt, noch mehr Lebensmittel. Und dann bitte hier oben Lebensmittel ausladen und Lebensmittel ausladen. Und dann legst du doch mal los. Und dann kann man zu dir hier mal sagen, hey, du bist ja repariert. Cool, dann geh du doch auch mal nach da unten und hol hier mal Lebensmittel und hol hier mal Lebensmittel. Und wenn du dann schon wieder auf dem Rückweg bist, dann geh doch mal hier hoch und sag, hey, ich würde gerne Lebensmittel und Lebensmittel ausladen. Und jetzt geh mal los. So, dabei geht es halt wirklich einfach nur darum, möglichst maximal die Lebensmitteldichte zu bekommen. So, und wenn du jetzt dann hier bist, würde ich dich ganz gerne mal reparieren und dich würde ich auch ganz gerne mal hier hinpacken. Ein Schiff wurde repariert. Und dann würde ich dich ganz gerne reparieren. So. Und dann habe ich eigentlich noch ein paar Schiffe über. Da, da, da. So, du kannst das über Bord werfen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich dich noch brauche. Dann sind das zumindest mal 10 Tonnen Nahrung. So, da gibt's noch gar nichts. Na endlich. So, 93, 11. Jetzt wird's wieder gut. Eine Tonne. Super. Okay, dann hätten wir hier zumindest mal ein bisschen mehr Lebensmittelnachschub. Wir schauen mal die Auslastung an. Hier, das sind 26 und 73, das ist klar. Das ist 96, das ist 76, 71, 78, 77, 80.
81, 83, 80. Okay, die sollten jetzt absehbar nach oben gehen. Ja, der ist halt bitter. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die sollten absehbar nach oben gehen. Weil die Leute sich dann halt wirklich darum kümmern, dass das ganze Futter da hinkommt, wo es denn sein soll. So, hier hinten würde ich ganz gerne noch ein bisschen platzen. So. Genau. Haben wir das auch erledigt? Wie gesagt, das ist halt wirklich das Problem mit dieser Lage. Du kannst halt nicht sagen, der, hey, kümmere dich um den und den. Ja, wobei, der soll sich um den und den kümmern. Und der soll sich um den und den kümmern. Aber der hier geht natürlich eher zu dem, weil der einfach näher liegt. Ja, das ist so ein bisschen suboptimal gerade. Aber nichtsdestotrotz sollte sich das ja auf meine Nahrungsproduktion nicht unbedingt mindernd auswirken. Also Nahrungsproduktion vielleicht schon, aber auf meine Nahrungslieferung nicht. Gut, dann hätten wir plötzlich Nahrung. Ich kapiere die Sache mit der Nahrung nicht. Also manchmal ist es echt doof. Aber gut, es ist so, wir haben es so, wir erholen uns so ein bisschen. So. Verkaufserlöse sind 120. Das heißt, das ist egal. Die Heereskosten können wir vermindern, indem wir sagen, hey Jung, zack, zack. Ich will, dass du angreifst. Na gut. Okay. Dann brauchen wir ein paar Schiffe, die unsere Kanoniere ein bisschen ins Jenseits befördern. Spielstand gespeichert. So, haben wir das also auch erledigt. Gut, dann können wir jetzt eigentlich uns umgucken, wo wir weitere Möglichkeiten brauchen. So, Aristokraten haben wir. Apropos, wir können ja jetzt die Insel neu erkunden. Warum auch immer wir das vorher mit dem kleinen Schiff nicht konnten. Was ist mit dir eigentlich? Bist du auf einer Route? Ja, du bist auf einer Route. Bist du auch auf einer Route? Ja, du bist auch auf einer Route. Ah, okay, warte mal, der ist auch auf einer Route. So, einen von denen würde ich ganz gerne nehmen und mal hier lassen. Damit du meine einzelnen Inseln nochmal untersuchen kannst. Zum Beispiel dahingehend. Weil ich ja offenbar nicht alle Berge von meinen Inseln so kenne. So, da ist eine Fleisch. Da ist Fleisch. Fleisch. Das sind 50, oder? Ja, zu wenig. Okay, da ist ein Metzger, da ist ein Metzger.
Es ist wieder super optimal alles ausgerichtet. Ich sehe es schon wieder. Ach, Jungs. Okay. Sei es drum, wir haben jetzt erstmal ein bisschen. Okay. Also, Jungs, ihr geht mal dahin. Und ich sag zu euch. Seit wann kann ich euch nicht mehr töten? Oder wir machen es ganz anders. Hihi. Ich hab schon wieder eine blöde Idee. Wo ist mein Kleiner? Da ist mein Kleiner. Okay, der lädt jetzt ein paar Kanoniere ein. Und dann versenken wir die. Okay, du gehst daher, dann würde ich zu euch sagen, hey. Ich bin gerade verwirrt. Ich dachte immer, ich könnte eigentlich meine eigenen Einheiten angreifen. Kann ich die töten? Nö. Ich dachte immer, ich könnte die loswerden. Habe ich die nicht immer früher umgebracht? Sehr seltsam. So, dann würde ich immer sagen, hey. Okay. Dann gehen wir doch mal hier unten hin. Irgendwo ist ja diese Goldmine. Hier ist die Goldmine. Aber die sehe ich nicht, dass eine Goldmine ist. Das heißt, hier müsste ich eigentlich noch gucken können, was die Ressourcen sagen. So, dann geht ihr mal da rein. Du gehst mal hier rüber. Und wirfst Sachen über Bord. Geht nicht. Geht nicht. Verdammt. Okay, ich kann meine Heereskosten offenbar nicht senken, indem ich hier Kanoniere abmassakriere. Ein bisschen schade finde ich das, aber okay. Ich dachte echt immer, ich hätte das früher gemacht, um meine Kosten halt zu senken. So, wie schaut's denn hier jetzt mit Lebensmitteln aus? Human. Okay. Gold ist deren Problem. Und hier hätte er gerne noch eine Universität. Das heißt, wir könnten jetzt hier sagen, hey, okay. La Universität. Oder wir sagen einfach Pfeif drauf. Wir versuchen das sukzessive wieder zu bevölkern. So wie wir es kennen. Inklusive maximale Steuern. Und dann sehen wir wieder, was uns Probleme bereitet. Und wenn wir wieder sehen, was uns Probleme bereitet. So, eigentlich Kanonenschmiede brauche ich meiner Meinung nach nicht mehr. Wüsste zumindest nicht wofür.